Erhalte von Sarah den Code für den Frachtraum B. Okay. Das. Warte. Jetzt kommt der auch runter. Jetzt kommen alle runter. Ja. Ja, jetzt kommen alle runter. Munition? Das ist Check. Sarah. Luft? Check. Hosen voll? Check. So heizen. Hier ist der Code für Frachtraum B. Okay. Sehen Sie sich um, bevor Sie die Tür öffnen und prägen Sie sich alles gut ein. Wenn Sie irgendwas doppelt sehen, wissen Sie, worauf Sie schießen müssen. Ach so, ich dachte... Feuer frei, sobald irgendwas durch diese Tür kommt. Überlassen Sie nicht alles den Auslöschern. Es ist genug für alle da. Alle haben voll Angst. 5, 4, 7, 6. Los geht's. Was für Wörter fallen? Es kommen immer mehr. Alles gleich. Ich dachte schon, Madame Fortuna hätte uns den Rücken zugekehrt. Naja, hat sie ja auch. Aber dafür Morgan, Sie haben uns den Arsch gerettet. Jetzt gehen Sie da raus und versuchen noch mehr zu retten. Dafür war es auch ziemlich jetzt einfach. Erstmal sicher sein. Wenn Sie noch mehr Überlebende finden, dann schicken Sie sie hierher. Also so schwer fand ich das jetzt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe zwar auch gar nichts gemacht, ne? Aber... Was ist das für ein Sound? Hier ist Christoph Smith. Neuer Mod. Sollte ich hier durch? Weiß ich nicht. Ah, erstmal noch nicht. Hier ist eine Schrotflinte, die nehme ich mir. Fehler. Das lösen wir einfach mal. Na, was ist hier dran? Wahrscheinlich ein Monster, ne? Gar nichts. Ah, eine Vorratskiste. Na toll. So. Ich hasse es, wenn ich immer zu viel von etwas habe. Ich muss eigentlich ja hier. Erweiterten Inventarplatz. Muss ich eigentlich. Das ist so wichtig eigentlich. So, jetzt habe ich nämlich auch wieder ein Waffenupgrade. Das nehme ich mir. Alles auf die Shotgun. Alles auf die Shotgun. Geil. Alter, ich dachte, ich denke immer, da kommt irgendwas raus. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch. Hier? Das sieht mir zu leicht aus, oder? Keine Mimik oder so? Cool. Sehr schön. Das sieht alles viel zu einfach aus hier. Was hier? Vorratskisten. Das ist cool. Hier muss ich wieder hacken. Das heißt, hier muss irgendwas Wertvolleres drin sein. Och nö. So, so. Boah, das war... Das sollte ich ja studiert haben. So gut bin ich. 9mm und Schrotpatronen. Nice. Das ist nice. Sehr schön. Null Wellentransmitter. Okay, jetzt werde ich für den letzten Kampf oder so ausgerüstet. Das kommt mir immer so vor, wenn ich einmal immer richtig stark ausgerüstet werde, ne? Dann denke ich immer, das Spiel ist gleich vorbei.
So, dann haben wir, glaube ich, alles geöffnet, ne? Das sieht doch so aus. Und wir haben noch ein Waffen-Upgrade. Ja. Oh, ne, machen wir mal hier. Feuerkraft. Einfach mal auf die Pistole. Die ist zwar so schon stark, aber egal. So, und Tür auf. Eben speichern. Los geht es. Ah, hier war ich schon. Ja, ja. Ja, Quinton Purvis. Alles klar. Ah. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Ja, ja. Lebenserhaltung. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Sehr gut. Habt ihr gesehen? Da war gerade übrigens noch das Phantom in diesem... in der Schwerelosigkeit. Sehr witzig. Ich weiß nicht mehr, was jetzt meine Aufgabe war. Die... den Schlüssel finden? Ja. Als zerstören? Ja. Die Teifen zu zerstören? Ne, die Talus. Genau. Die Teifen sind ja die Monster. Aber hat mir die Frau jetzt noch irgendwas mitgegeben? Mal eben schauen. Nee. Nur den Zirkel. Ich weiß Schlüssel. Nicht, ob Sie Ihr Transcribe haben. Morgan ist auf dem Weg zu Ihnen. Ich warne Sie nur vor, damit niemand aus Versehen auf ihn schießt. Oder mit Absicht. Morgan? Ist er nicht auf der Erde? Ja, ja, ich bin auf der Erde. Morgan? Michaela. Ich habe nicht auf Ihr Transcribe geachtet. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich dachte, Sie wären weg, weil... egal. Luftschleusen und Aufzüge sind dicht. Wie meine Lunge. Paraplexie. Sehe jetzt schon Punkte. Sie hatten recht. Selbst wenn ich die Spritzen aus meinem Büro hätte. Aber ich kann uns hier rausbringen. Starten Sie den Reaktor neu und umgehen Sie so die Sperre. Verrückt. Ich weiß, aber ich kann Sie anleiten. Ich würde ja selbst, aber... kommen Sie einfach her, ja? Neustart. Eben schauen. Betritt den Reaktor-Kontrollraum. Ich kann die Talos One nicht ohne Alexin-Schüsse zerstören, aber ich sitze hier unten fest, wenn ich den Reaktor der Station neu starte. Achso. Wenn ich den Reaktor der Station neu starte, wird die Sperre des Hauptaufzugs und der Luftschleusen aufgehoben. Dann könnte ich mich frei in der Station bewegen. Okay. Alter, verdammt. Hallo. Geht weg. Geht weg. Ich mag euch eigentlich nicht so. Wow. Alter, wie stark die einfach ist, ne? Ich gehe jetzt einfach weg. Tschüss. Aua. Das hat richtig gezwiebelt. Holy shit. Okay. Och nö. Och nö. Och nö. Ah. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Steuerpanel, okay. Was ist das hier alles? Ich fühle mich hier nicht sicher. Storage Room. Den könnte ich aufschließen. Mache ich. Nee, hab ich doch nicht. Tschüss. Ich hab doch nur Hacker 2. Aber ich kann ja was herstellen. So. Mal eben schauen, wie viele neue Robots habe ich. Einen. Bräuchte eigentlich 9mm Munition mal. Monsterstaffel, ja. 9mm. Wo? Da. Oh, dafür habe ich zu wenig. Escape Pods.
Hier unten war ich schon mal. Gut zu wissen. Nochmal speichern. Mal schauen. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Ist jetzt aber irgendwie weg. Ach, du lebst noch. Geh doch weg. Wo ist denn jetzt der Typ? Da oben. Ah ne, da ist auch so ein... Was war denn das jetzt? Ein Weber? Das ist kein Weber, das ist ein, auch kein Albtraum. Hier unten ist noch eine durchgebrannte Platine, die habe ich gesehen. Lol. Oh nö. Das heißt, ich kann das nicht... Ja, ich kann das nicht betreten, shit. Ah, das war ein Technopath, genau. Na gut. Teil von Köder, würde ich sagen, nämlich. Ist er da oben? Ne, da oben ist doch nur so ein Ding. Da ist der Technopath. So. Schwächen. Explosion, elektrisch, psychisch, EMP. Okay. Oh ja, genau. Natürlich. Ja, ja. Der will mich doch verarschen. Recycler. Ich muss aber hier... Kinetische Explosion, ja genau. Q. Oh shit. Da habe ich jetzt alles recycelt, okay. Oh oh. Aua. Oh nein. Oh, komm schon. Oh, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Mal schauen, ob ich den nicht einfach mit einem Q-Strahl erlegen kann. Das wäre natürlich auch witzig. Einfach so bzzz, fertig. Mal schauen. Wir müssen jetzt aber erstmal Anzugreparatur-Kit. Ja. Psy-Hypo, wo ist es? Ich sehe es gerade nicht. Ich bin ein bisschen doof. Ich sehe es gerade echt nicht. Hä? Keine Ahnung. Ich benutze einfach... Nein, nicht so. So benutze ich's. So. Das... Nein, ich war auch... Komm schon. Und den Q-Strahl. Und los geht's. Ja, da krieg ich erstmal Damage. Nein! Was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Also das klappt auf jeden Fall schon mal gut. Muss ich schon mal sagen. Oh, oh. Jetzt müssen wir wieder warten. Das klappt wieder gut. Wieder warten. Oh, oh. Wieder warten. Okay, weg. Und tot. Jawohl. Sehr gut. Ich wollte die Rohrzange nehmen. Komm her. Oh, es greift mich an. Wild gewordenes Teil. Du sollst mir helfen und nicht mich angreifen. Boah. So. Klappt doch.
Nochmal eben speichern, bevor jetzt gleich, keine Ahnung, die ganze Welt explodiert. Wer weiß. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber ich bewundere Ihre Taten. Sie hätten Chief Ellison und ihren Leuten im Frachtraum nicht helfen müssen. Besonders, wenn man bedenkt, dass Sie die Station zerstören wollen. Sie haben ihnen Hoffnung gegeben, wenn auch nur kurzfristig. Ja, was soll ich machen? Soll ich einfach die öffnen, bevor keiner bereit war? Das will ich ja auch nicht, komm her. Oh, jetzt hab ich keinen... No. Ich will ja zumindest, dass sie mich wenigstens nicht alle abschießen. Und ja, ich weiß, ich will die scheiß Dings zerstören. Aber... Verteilerkasten? Wir reparieren einfach mal. Keine Ahnung, was mir das jetzt bringt, der Verteilerkasten. Gar nichts. Glowkanone. Wir schauen uns hier einfach mal ein bisschen um. Gut, hier ist einfach gar nichts dran. Ist ja wahrscheinlich perfekt gewesen für... Geil. Galvanic Phantom. Okay. Q-Strahl. Aufladen. Zielen. Feuer. Nein. Das darf nicht... Oh, das darf nicht zu nah dran. Oh, das hat mir jetzt Fallschaden gemacht. Auch gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ach, nee. Ich war mir schon eigentlich fast sicher, dass ich zu wenig Leben hatte, aber ich wollte es einfach probieren. Also nochmal. Ja. Heißt, wir nehmen ja auch ein C. So. Oh, wir können auch die nehmen. Oh. Jetzt hatte ich auch keine Funktion mehr in der Waffe. Das Galvanic Phantom ist auch scheiße. Abfälle. Nur für Abfälle habe ich es jetzt besiegt. Nur für Abfälle. Aber... Hier ist irgendwas noch dran. Noch ein Galvanic Phantom? Auch nö. Das ist doch doof. Was ist denn eine Karte? Ich hab gerade irgendwas erreicht, aber was ist denn eine Karte denn bitte? Erstmal trinken. Ah, Wodka. Danke, Wodka. Geil. Ganz, ganz viel. Das war also seine Karte. Geil. Na gut, dann gehen wir hier wieder runter. Gehen. Hacken das mal am besten. Nee, doch, hacken zuerst. Ah, shit. Wertvolle Zeit. Und natürlich ganz da unten. Und Y. Jawohl. Und reparieren. Und fahren das jetzt nochmal aus. So.
Und jetzt können wir das ruhig nochmal anschießen irgendwie. Nee. Damit, nee. Damit. Aua. Hier ist kein Strom, aber nirgendwo. Liegt es echt da unten an diesem Galvanic-Phantom? Wo wurde ich denn jetzt entdeckt? Ich weiß es nicht. Von da.